Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jurassic Battle. Und wir haben wieder heute den fünften Kampf, wenn es mich nicht alles täuscht. Und heute treten gegeneinander an der Keratosaurus. Wer kennt ihn nicht? Er ist sehr bekannt aus den Jurassic Park Filmen natürlich. Und muss nur mal eben checken. Alles unmodifiziert, so soll es sein. Und ich würde sagen, wir schmeißen ihn an direkt. Er hat einen Angriffswert von 85 und eine Verteidigung von 28. Und sein Kontrahent wird heute sein, der... Einen Moment, lasst mich nicht lügen. Der Suchomimus. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Den müssen wir mal eben hier suchen. Kleines Wortspiel. Wo haben wir ihn denn hier? Den Sucho. Suchomimus, da haben wir ihn. Und der ist auch unmodifiziert. Preislich gesehen, ich habe jetzt gar nicht genau auf den Preis geachtet. Es ist aber schon mal ein krasser Unterschied. Der ist schon viel, viel teurer. Aber von den Werten her, wie ihr seht, ist das wirklich ausgeglichen. Ja, ich glaube, das ist... Das war, glaube ich, beim Keratosaurus genau der gleiche Angriffswert, nur ein bisschen weniger Verteidigung, nämlich 28. Und ich denke, das kann ein sehr spannendes Duell werden, ja. Und ich bin sehr gespannt. Ich bringe euch zurück, wenn es losgeht. Bis gleich. Der Keratosaurus war ein großer Theropode. Er hatte eine unübliche Ansammlung an Hörnern über seinen Augen sowie ein klingenförmiges Horn auf seiner Schnauze. Sein Name bedeutet Hornechse. Ein weiteres unübliches Merkmal des Keratosaurus war eine Hautplatte in der Mitte seines Rückens. Er stammt aus dem späten Jura und wurde bis zu 3 Meter groß, 1 Tonne schwer und 10,4 Meter lang. Der Suchomimus. Er gehörte zur Gattung des Spinosaurus und lebte in Afrika. Sein Name bedeutet Krokodilsnachahmer und leitet sich von seiner Schnauze ab, die an die eines Krokodils erinnert. Diese Schnauze eignet sich besser zum Zerkleinern von Fischen, anstatt zum Erlegen von größeren Landsauriern. Für diese Gattung ist nur eine einzige Spezies bekannt und im Gegensatz zum Spinosaurus fehlt dem Suchomimus das große Rückensegel. Er wird bis zu 2,7 Meter groß, 6 Tonnen schwer und bis zu 11 Metern lang. Es geht los mit Kampf 1. Wir gucken uns das Ganze aus der Sicht von dem Keratosaurus an. Und ich bringe euch zurück, sobald die beiden aufeinander losgehen. Oh, die beiden scheinen einander bemerkt zu haben. Sie gehen jetzt auch direkt auf straight aufeinander zu. Der Kampf geht jetzt gleich los. Scheinen aber erstmal wieder auseinander zu gehen, so wie es ausschaut. Jetzt aber. Jetzt gehen die beiden aufeinander los. Der Keratosaurus schreit den Suchomimus an und schnappt zu. Landet damit den ersten Treffer. Er versucht ihn weiter einzuschüchtern. Die beiden umkreisen sich. Kann der Suchomimus? Nein, kann er nicht. Der Keratosaurus landet einen zweiten starken Treffer. Das sieht gar nicht gut aus für den Suchomimus. Aber er schlägt hier zurück. Er schlägt zurück. Und er schafft es nochmal. Jetzt haben die beiden sich gegenseitig jeweils zweimal getroffen. Beide sind stark am Bluten und sehr schwer verwundet, wie scheint. Ich glaube, wir werden hier gleich einen Sieger küren können. Oder auch nicht. Ich glaube, die beiden senken die Köpfe und gehen erstmal wieder auseinander.
Uiuiui, Leute, das ist wirklich ein ausgeglichener Kampf hier. Aber die Werte haben ja auch nichts anderes versprochen, muss man sagen. Aber scheint so, als wenn die beiden jetzt direkt weiterkämpfen. Oh ja, es geht weiter, Leute. Jetzt, die beiden sind sehr stark angeschlagen. Also ich denke, wir werden hier gleich einen Sieger küren können. Ja, jetzt dreht er sich zu ihm. Jetzt geht der Kampf los. Ja. Und der Suchomimus landet einen dritten Treffer. Das sieht jetzt gar nicht mehr gut aus für den Keratosaurus. Das hätte ich gar nicht gedacht. Das ist wirklich ein super spannender Kampf hier. Und der Keratosaurus schlägt zurück. Oh Gott. Wer kann dieses Duell für sich entscheiden? Suchomimus schreit ihn an. Und schnappt nochmal zu. Oh, 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 oh. Der Keratosaurus hat den Kopf unten. Das sieht gar nicht mehr gut aus. Kann der Suchomimus jetzt... Er kann. Er packt ihn am Hals. Bringt ihn zu Boden. Und beißt in die Kehle durch. Und damit entscheidet der Suchomimus den ersten Kampf für sich. Und geht 1-0 in Führung. Das war wirklich ein krasser, spannender Kampf. Und ich bin sehr gespannt, wie das zweite Duell zwischen den beiden ausgeht. Ob der Suchomimus dieses gesamte Battle für sich entscheiden schon kann oder ob der Keratosaurus ausgleichen kann. Wir werden es sehen. Bis gleich. Die beiden scheinen nicht aufeinander loszugehen. Die beiden scheinen erstmal hier nebeneinander zu fressen. Ich bringe euch gleich zurück, sobald die beiden aufeinander losgehen. Das könnte sogar gleich schon passieren. Also vielleicht bleibt ihr jetzt hier auch dran. Vielleicht setze ich hier gar keinen Cut. Werden wir gleich sehen. Es scheint jetzt loszugehen. Die beiden gehen aufeinander zu, schnappen in der Luft, schreien sich an. Und der Keratosaurus landet wieder den ersten Treffer. Kann er diesmal diesen Kampf für sich entscheiden und somit ausgleichen? Oder kann der Suchomimus hier dieses Battle für sich entscheiden und den Keratosaurus somit rausschmeißen? Die beiden umkreisen sich und der Keratosaurus landet noch einen Treffer. Der Suchomimus ist stark am Bluten, stark verwundet hier. Jetzt muss der Keratosaurus zusehen, dass er den nächsten und vermeintlich tödlichen Treffer landet hier. Aber er schafft es nicht. Der Suchomimus schlägt zurück. Beide sind wieder stark verwundet. Das ist hier wieder super ausgeglichen. Beide senken die Köpfe und gehen erstmal auseinander. Ich bringe euch zurück, sobald die beiden wieder weiterkämpfen. Okay, die beiden gehen wieder aufeinander los. Beide sind noch sehr stark verwundet. Sie bluten auf jeden Fall noch. Das könnte jetzt ja der alles entscheidende Kampf werden, wenn der Suchomimus es schafft, ihn für sich zu entscheiden. Und der Keratosaurus landet im Treffer. Der Suchomimus ist blutüberströmt. Also das sieht wirklich gar nicht gut aus. Kann der Keratosaurus hier den Ausgleich erzielen? Der Suchomimus schlägt zurück. Oh mein Gott, Leute. Das ist wirklich, wirklich, wirklich knapp. Oh, die beiden schenken sich nichts. Und sie gehen ein zweites Mal auseinander. Leute, so ausgeglichen ist dieses Duell hier. Das habe ich ja noch nie erlebt. Also das ist ja wirklich krass. Diese beiden Kontrahenten sind wirklich, wirklich ausgeglichene Gegner. Aber es geht hier direkt weiter. Ich muss hier keinen Cut setzen. Die beiden wollen es jetzt wissen. Wir werden jetzt hier einen Sieger küren können, da bin ich mir sicher. Beide sind kampfbereit, ihr hört's, ihr seht's. Und der Suchomimus schnappt zu. Oh Gott, das sieht gar nicht gut aus für den Keratosaurus. Ich glaube, ja, der Suchomimus schnappt zu und gewinnt somit das Duell dieser beiden ausgeglichenen Giganten, ja. Also das war wirklich ein geiler und spannender Kampf. Wirklich ausgeglichen. Mega, mega nice. Damit ist der Suchomimus eine Runde weiter und der Keratosaurus scheidet aus. Wirklich, wirklich geiler Kampf, Leute. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like oder einen Kommentar freuen. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein.